Hallo zusammen, schönen Sonntag. Es ist 8.35 Uhr. Ich bin Christian und ich wurde gebeten, in einem der letzten Filme mit den Kommentaren unter YouTube, ich soll mir da mal Conti anschauen. Das mache ich gerne. Und heute, hier und jetzt, allerdings ohne Optionsscheine. Morgen kommen die E.ON dran, die wurden sich auch gewünscht und die mache ich dann mit den Optionsscheinen. Conti. Tja, Conti ist eine Bitch. Conti ist für mich die gleiche Kategorie wie Adidas oder Bata. Wenn die Lust haben, eine dieser drei Aktien, dann ziehen die das Ding hier richtig durch. Das ist wie so eine Diva in der Oper, wenn die gut drauf ist, dann füllt die sämtliche Säle. Und wenn die mal nicht gut drauf ist, dann passieren solche Dinger. Das ist ganz, ganz schwierig. Conti kann einen über Nacht ziemlich vermögend machen. Conti kann einen über Nacht das Depot versauen. Da muss man höllisch aufpassen. Insbesondere wenn man die Aktie macht, mit K.O.-Schein geht es ja noch dahingehend, dass ich vorher weiß, was es maximal kosten kann. So, jetzt kommt das Erste. Das ist also der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Ich habe mal spaßeshalber die Fibos angezogen. Und zwar hier von 2018, da waren die bei rund 250, bis hier runter. Und muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die sind genau bis zum 38,2er gelaufen. Aber wirklich ganz genau, das war so vor 3 Wochen. Das hatte ich nicht im Hinterkopf. Es gibt eine weitere Linie, die zeichne ich auch gleich mal ein. Das ist diese hier. Zack. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, und hier hinten hat es auch noch gehalten. Siebenmal. Das ist hier, ich gehe mal ran, das ist der Bereich um 132,40. Ich mache die mal ein bisschen dicker, dass man das besser sieht. So, das ist diese hier. Das ist jetzt also schon mal ein sehr wichtiger Bereich von der Woche hier, um das fertig zu machen. Die Bänder sind extrem eng. Die laufen noch richtig schön zusammen, weil die einfach hier seit Wochen eine, nennen wir es mal, ausgedehnte Range-Phase hat, von 110 hoch bis zu 130. Schau mal, wie eng die hier sind, wie weit sie hier waren. Das gilt auch als weit. Ja. Da waren sie mal super eng. Also irgendwas passiert da auf Wochensicht, sprich über mehrere Wochen. Entweder, das müssen wir gleich gucken, landen hier im Bereich 150, 160 oder sie sind hier unten irgendwo um die 90 rum. Die wöchentliche Technik ist nach wie vor negativ über den Trendfolger, ja, traditionell moderne Sichtweise und weiter negativ über den Oszillator. Jetzt drehen auch noch die gleitenden Durchschnitte, das ist 10-Wochen-Linie, das ist 20-Wochen-Linie, drehen jetzt auch noch nach unten. Die letzte Kerze ist eine fiese schwarze. Ja, also da. Auf Wochensicht gefällt mir das nicht so gut. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Tagessicht. Tagessicht ist hier. So. Als allererstes nochmal kurz zusammengefasst. Das ist also diese horizontale Linie bei 133, die wir hier seit 2018 haben. Oftmals getestet. Und direkt unten drunter leicht in Grau ist das 38,2er von der Bewegung 250 runter bis zu, was war das hier, 50, ne? 51. Jetzt mache ich noch eins. Und das werde ich farblich anders darstellen. Ich ziehe von hier mal diese Linie hier. Das sind auch wieder Fibos und den gebe ich jetzt mal eine andere Farbe. Die mache ich jetzt mal, oh ja, weiß. Weißer Adler auf weißem Grund. Ich bin ja farbenblind, deswegen mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Ich mache jetzt mal blau. Ich glaube, ihr werdet den Unterschied erkennen. Ich erkenne ihn unwesentlich. Machen wir die auch mal ein bisschen dicker. So. Denn da passiert jetzt also Folgendes. Das ist jetzt die Fibos von der Bewegung von hier unten 51 hoch bis zur mehr oder weniger mehr als Verdopplung 131. So, schön. Jetzt, Moment, wo war denn das? Habe ich hier noch eine Linie gefunden? Diese Linie. Das ist also, kommt auch vom Chart her. Da sind wir hier bei 103,64. Wir sind dran gelaufen, abgebrochen. Angelaufen, abgebrochen und durch. Ich mache mal meine Fadenkreuz raus. Solche Kerzen hier, auf die müsst ihr achten. Wenn sowas passiert, klassisches Doppeltop hier, wir gehen da dran, wenn die mit so einer Brachialgewalt da hochgeht, und das ist halt das, was ich bei Conti, Adidas und Bata immer wieder sehe, wenn die sich in Bewegung setzen und die gut drauf sind, dann machen die ihre 30, 40% innerhalb von kurzer Zeit. Hat Conti auch bewiesen, ja, 92 hoch bis zu 120. Ja, das sind 30 Punkte. Das ist ordentlich. Also wir haben jetzt hier den oberen Bereich zwischen 133 und 129,5.
bei Conti nie auf den Euro schauen. Niemals. Bei Warta und Adidas auch nicht. Wenn Conti das Buch mal ein bisschen leer ist, hat die überhaupt keinen Ekel, auch mal 5, 6, 7 Punkte in 3 Kursen zu steigen oder zu fallen. Das machen die ganz schnell. Und Adidas genau das Gleiche und Warta sowieso. Eigentlich muss man diese Aktien mögen, aber weil da ist Bewegung drin, aber das geht manchmal so schnell, da gehst du einmal aufs Klo und jumpst das Ding 10% höher. Das ist gefährlich, ja, muss man einfach drauf achten. Wir haben also hier diesen Widerstandsbereich, sagen wir mal zwischen 130 und 133, ganz wichtiger MOB-Punkt, lest ihr bestimmt häufiger, Make or Break Line. Wenn die da drüber geht, sind 150 angesagt. Dann habe ich jetzt hier diesen Bereich von, das ist jetzt hier das 38,2er Retracement von dieser ganzen Bewegung hier. Da geht er hin. Ja, also wie man da ist der Punkt, das ist bei 100,55. Hinzu kommt, dass wir also hier diesen Chartpunkt haben, was mal hier ehemals ein Doppeltop war, haben wir hier, der ist bei 103,50. Und das Ganze verbindet sich mit der 200-Tage-Linie. Das sind diese, wie man sie nennt, Kumulationspunkte. Da läuft einiges zusammen, da gucken einige Leute drauf, das muss man unbedingt im Auge behalten. Das sind also jetzt wirklich die beiden wichtigen Punkte. Aus kurzer Sicht, jetzt für die nächsten paar Tage. Wir wissen alle, am Freitagabend gab es eine Buyer Stampede. Wir wissen auch, es wird ein neuer Lockdown jetzt schon wieder besprochen. Und zwar ein härterer als das, was wir jetzt noch hatten. Frankreich macht's vor. Es geht mir auch auf den Geist, aber was willst du machen? Dann diese Geschichte mit dem Suezkanal. Das ist nicht klein zu reden. Da hängt so ein Riesenschiff drin. Es gibt ja leider Gottes schon wieder die Comics. Einen habe ich neulich gesehen, den hat der Orkan mir gezeigt. Ich musste so lachen. Ein Bild von dem Schiff und dann eine Sprechblase links sagt, wetten, du schaffst es nicht, im Suezkanal zu wenden. Und die rechte Sprechblase sagt dann, halt mal mein Bier. Das ist also unglaublich. Aber das Ding ist nicht von der Hand zu weisen. Es werden jetzt schon nach NTV heute Morgen etliche Schiffe über die Afrika-Route geleitet. Da hängen hunderte von Schiffen drin. Ja? Und so wie ich es verstanden habe, ist der Außenwirtschaftsverkehr mit China, nur China bei Deutschland, so um die 17%. Das ist eine Menge. Keine Ahnung, was das für Folgen hat für Conti. Ich kann es nicht sehen oder sagen, weiß ich nicht. Aber zurück zum Chart an sich. Ich mache hier nochmal eine Behelfslinie rein. Wie gesagt, ich mag die nicht so sehr, aber ich weiß, viele gucken da drauf. Hier, da. Also, die Bänder gehen leicht auf. Ist nichts Besonderes. Aber das gefällt mir hier. Der Freund hier. Dieser Hammer aus dem Band raus, wenn auch nur gering, und ins Band wieder rein. Das ist ein sehr positives Signal. Und dann haben wir also für ganz kurzfristige Trader, Zocker, Hasardeure, ist dieser Punkt, jetzt muss Fadenkreuz wieder reinmachen, dieser Punkt hier, das war am Donnerstag das Low bei 108,40, ist wichtig. Wenn die jetzt hier irgendwo kaufen, der Schlusskurs war ja schon, wo war denn der? Der war am Freitag, wo habe ich die Conti? Hier, bei 111,75, da sind wir hier, da wo jetzt die Maus ist, da. 111,75, wenn man das jetzt hier irgendwo kauft, muss das hier minus 1%, das heißt minus 1 Euro, da sind wir bei 107,5, muss Stopp sein. Da gibt es nichts anderes. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir diesen Bereich hier auspendeln. Wenn das aber hält, glaube ich mindestens an die 20-Tage-Linie, aber weil es Conti ist und keine normale Aktie, muss man davon ausgehen, dass die also auch diesen Bereich hier um die 120 testet. Wenn die so eine Kerze hinzaubert am Montag, dann liegt sie sogar hier. Bei 124. Und dann kommt dieser ganze Bereich hier in greifbare Nähe. Also ich möchte es mal so formulieren. Das ist für mich definitiv kein Short. Suezkanal hin oder her. Es ist kein Short. Würde ich nicht machen. Wenn die jetzt hier runtergehen sollte, dann würde ich hier warten, bis sie in diesen Bereich hier eintaucht. Und dann eine Option nehmen, die hier drunter liegt. Unter diesem Punkt hier, das ist die 88. Aber im Moment würde ich sagen, es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie das hier ausfüllt, bis wenigstens im Bereich 124. Wir sind ganz leicht positiv über das MACD. Es fehlt hier noch, aber ich bin mir ziemlich sicher, das kommt am Montag, ein kürzerer Balken. Dann werde ich hier über das MACD positiv. Und dann wird auch hier die Stochastik ein bisschen drehen. Ob sie es gleich über die 80 schafft, weiß ich nicht. Also die Botschaft soll sein, auf ganz lange Sicht, siehe Wochenchart, noch nicht so schick. Auf kurzfristiger Trading-Sicht, wunderbarer Support hier im Bereich 100.
fetter Widerstand im Bereich 132, aber eher die Chance, dass wir hier mal ein bisschen hochgehen. So, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und auf demnächst. Bye, bye!